Ich habe auch keine Fehler mehr. Ja, abschließend wollte ich noch mal ganz kurz vom Einzelobjekt in die größeren städtebaulichen und Stadtentwicklungszusammenhänge überleiten. Es wurde ja schon gesagt, dass die Entwicklung von Opladen natürlich durch die Ansiedlung der Hauptwerkstätte der Preußischen Staatsbahn hier natürlich eine besondere Dynamik erreicht hat, mit allem, was da hinten dann auch dran gehangen hat, nämlich auch die Verwaltungsstandorte hierhin zu verlagern. Und das musste sich natürlich auch baulich niederschlagen. Die immense Bevölkerungsentwicklung hat natürlich einen hohen Bedarf an Wohnraum nach sich gezogen, sodass also in den Anfang des 19. Jahrhunderts eben hier eine große bauliche Erweiterung stattgefunden hat, die sich im Hinblick auf das Thema Denkmalschutz besonders auf die sogenannte Eisenbahnersiedlung dann fokussiert hat. Die Eisenbahnersiedlung ist also hier in zwei Abschnitten 1903 und 1907 im Prinzip in dieser Richtung gebaut worden, als große Ergänzung der sogenannten damaligen Neustadt, um eben den Arbeiterfamilien, die hier im Ausbesserungswerk Opladen eben gearbeitet haben, entsprechend den Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es geht um diese Fläche. Man sieht also, die blaue Fläche ist eigentlich die sogenannte Neustadt und das, was eben rot umkringelt ist, ist die sogenannte Eisenbahnersiedlung, die eben auch komplett unter Denkmalschutz steht, mit der damals wichtigen sogenannten Henkelmännchenbrücke, über die Mitarbeiter dann über die Gleise aufs Werk gegangen sind, beziehungsweise heißt Henkelmännchenbrücke, soweit ich weiß, weil eben die Frauen dann eben mittags in der Mittagspause immer die sogenannten Henkelmännchen rübergebracht haben, damit die Mitarbeiter da auch entsprechend ihre Mittagspause machen konnten. Die Besonderheiten dieser Eisenbahnersiedlung ist im Prinzip die bauliche Ausrichtung eben in den Geschosswohnungsbau, um dort eben möglichst vielen Familien auch eine Wohnung anbieten zu können. Sie führt eigentlich den Stadtgrundriss aus der sogenannten Neustadt fort. Das heißt, die Straßen, die man also sieht, durch die Bahnallee getrennt, werden aufgenommen und führen sich dann auch in die Neustadt weiter, sodass eben diese sogenannte Henkelmännchenbrücke eben damals in der Verlängerung der Wilhelmstraße über die Gleise gegangen ist. Es sind im Prinzip also zwei Stadterweiterungen oder zwei Stadtgebiete, einmal die Neustadt und die Eisenbahnersiedlung, die aber von der Stadtstruktur her sehr gut zusammengeführt worden sind. Bauliche Details können wir jetzt hier nicht erkennen, weil wir nicht da sind, aber es ist eben bewusst damals bei der Errichtung der Eisenbahnersiedlung darauf geachtet worden, dass eben, obwohl es überwiegend gleiche Grundrisse sind, vor allem die Fassaden sich aber sehr abwechslungsreich gestalten und auch Bezug nehmen auf die Neustadt, die eben im Prinzip ja gegenüber auf der Straße ist. Wenn Sie da mal vorbeigehen, gucken Sie sich mal die Fassaden an, die sind also sehr vielfältig gestaltet, eigentlich ist keine wie die andere. Besonders betont sind vor allem da in der Neustadt auch immer die Gebäudeecken, das heißt, Sie sehen immer diese halbgeschlossenen Blöcke mit den großen Hinterhöfen, mit den großen grünen Innenbereichen drin. Und an den Ecken stehen immer Gebäude, die besonders diese Ecksituation betonen. Das ist also auch bewusst so gemacht worden. Die Wohnungen selber waren zu dem damaligen Zeitpunkt mit den notwendigen Wohnräumen versehen, aber sie waren schon im Hinblick auf besonders die sanitäre Ausstattung, WCs, Wohnküchen und so weiter sehr gut ausgestattet. Das heißt, es wurde damals also schon sehr vorausschauend geplant. Hier vielleicht nochmal so ein Bild, wo man so ein bisschen die Qualität der Architektur auch erkennt. Das ist also im Prinzip die Front hier an der Bahnallee, die zeigt, wie die Eisenbahnersiedlung entstanden ist. Hier auf der anderen Seite ist im Prinzip die Neustadt. Das ist der eine Bereich der Eisenbahnersiedlung. Der andere Bereich ist im Prinzip jetzt hier hinter an der Bahnallee. Da sehen Sie andere Gebäude, die aber auch zur Eisenbahnersiedlung dazugehören. Das sind
vor allen Dingen großzügige Doppelhäuser entstanden, die für die sogenannten Beamten des Ausbesserungswerks errichtet worden sind. Also für die im, sag mal, im Dienstgrad höher stehenden Mitarbeiter sind dort auch großzügige Gebäude eingerichtet worden. Zwei großzügige Doppelhäuser sehen Sie auch, wenn Sie da mal vorbeigehen. Daneben aber auch noch einfachere Gebäude. Und das war im Prinzip die letzte Baumaßnahme der sogenannten Eisenbahnersiedlung. Und damit ist auch dieser gesamte Bereich der Obladener Baustadt dann abgeschlossen worden. Ich gucke mal gerade noch. Wichtig ist eben, dass den Gebäuden in der Eisenbahnersiedlung eben auch immer Nutzräume zugeordnet worden sind. Also damals auch schon Bodenkammern, Kellerräume, wo also auch Lebensmittel gelagert werden konnten, und die Wohneinheiten hatten also auch jeweils große Nutzgärten, und heute schlägt sich das eben auch nieder in den großen begrünten Innenbereichen der Eisenbahnersiedlung. Nach dem Krieg wurde dann im Prinzip auch nochmal eine Erweiterung vorgenommen, indem also die Blöcke, die Sie hier sehen, so, das war also noch die Vorkriegsstruktur, also Sie sehen immer die Öffnung hin zu der Eisenbahn. Das ist ja nochmal das Ausbesserungswerk oder die Ausbesserungswerkstätte in ihrer ganzen Pracht, wie sie mal war. Nach dem Krieg sind dann diese Blöcke hier zur Bahnseite hin nochmal geschlossen worden, sodass wir heute tatsächlich hier an der Friedrich-List-Straße geschlossene Gebäudeblöcke haben. Das sieht man natürlich dann auch in der Architektur. Die sehen natürlich etwas anders aus, sind aber eben auch Bestandteil dieses Ensembles der Eisenbahnersiedlung. Nach dem Weltkrieg wurden eben auch die Teile, die beschädigt worden sind, entsprechend wieder aufgebaut mit dem, was man noch gefunden hat, aber eben auch in Anlehnung an die alten Gebäudestrukturen, vor allen Dingen auch an die Architektur, die vormals da war. Und die Fläche stellt sich eben heute als zusammenhängendes Ensemble dar, eben auch als flächenmäßig unter Denkmalschutz stehend, ist in Privatbesitz. Und insgesamt sind auch einzelne Gebäude nochmal verkauft worden an weitere Privateigentümer. Die sind auch schon saniert worden, das sieht man. Da sind also nochmal Balkons auch dran gehängt worden. Ich glaube, in der Karlstraße sind es zwei Blocks. Das sieht man also auch deutlich, die Fassaden sind erneuert worden. Das ist natürlich langfristig das Ziel, dass sich das Ganze in diese Richtung auch hinentwickelt. Die Siedlung wird jetzt natürlich eine andere städtebauliche Lage bekommen, dadurch, dass die Gütergleistrasse ja verlagert worden ist und auch die Bahnallee, die neue Europaallee jetzt gebaut worden ist, rückt natürlich diese Siedlung, die sehr eng, wie man auf dem alten Plan gesehen hat, an der Eisenbahnanlage gestanden hat, natürlich deutlich von der Eisenbahnanlage weg, gewinnt dadurch natürlich auch an Qualität, vor allen Dingen auch im Hinblick auf den Lärmschutz. Ich denke mal, damit sind eigentlich die Weichen gestellt, diese Qualitäten auch zu erhalten, die sich da im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Also nochmal, Fazit ist eigentlich, es ist ein besonderes Ensemble. Dieser ganze Bereich für die Stadt, aber auch für die Region gibt es eben in dieser Art auch nur noch vereinzelt an anderer Stelle. Und das ist so ein bisschen nochmal vom Einzelobjekt weg bezogen auf die Entwicklung von Obladen, dass eben dieser ganze Bereich der Eisenbahnersiedlung auch als Denkmalobjekt im Prinzip sich darstellt. So weit von meiner Seite. Jetzt nochmal ganz kurz die Überleitung. Ein Zitat von den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau enden, weil Denkmalschutz haftet ja immer so ein bisschen an, das ist altbacken und das ist der Blick zurück. Klar, wir wollen natürlich die Gebäude, die Baudenkmäler, die Bodendenkmäler, die beweglichen Denkmäler für die Zukunft bewahren. Aber ich möchte ihn zitieren, er sagte im Dezember 2003, wer glaubt, Denkmalpflege sei irrational und sentimental und habe vor allem mit der Vergangenheit und ihren Lasten zu tun, der irrt gründlich. Das Gegenteil ist richtig. Denkmalpflege ist eine Investition in die Zukunft. Zitat Ende. Ich denke, besser kann man das nicht sagen.